Taxi-Zusammenführung im Palast ihrer Majestät Hypatia I. ist dessen Hausherrn innerlich etwas am Sprudeln. Dies ist mehr als verwunderlich, bei ihrem beachtlichen Level Abgestumpftheit. Heute also will sie ihren einzelgängerischen Sohn verwandeln. Immerhin soll er ihr doch einst auf den Thron folgen, sogar an der bisherigen Ordnung vorbei. Seit nunmehr 6 Jahren ist ihr Umsturz in Planung. Ein Wimpernschlag in der Reihe derer von Westarp, stolze Regenten und Regentinnen des Königreichs der Tausend. Jetzt aber, durch diese Heirat, wird das Volk sie umarmen wie einst, als ihr Mann Antonini der Auserwählte des Gremiums wurde. Zumindest ist dies in ihren Gedanken so. In Wahrheit hat sie längst jeden Kontakt zu den Normalsterblichen verloren. Tatsächlich umgibt sie sich nur mit getreuen Funktionären, die ihr nach dem Maul reden. Kritik seitens Bafel Belkov? Ausgeschlossen. Schick sieht sie aus. Etwas zu kantig vielleicht, trotzdem jünger als ihr tatsächliches Alter. Fast könnte man von Verschwendung reden, doch wer sollte nach Antonin kommen? Unmöglich auch nur daran zu denken. Leise raschelt ihre Münzkrone, als sie einen privaten Speisesaal im Ostflügel ihres Palastes betritt. Die Tafel ist bereits festlich geschmückt, aber verwaist. Nur ein einziger Gast verliert sich am Oval des Festtisches. Eine hübsche junge Frau, ein Teenager mit langer blonder Mähne ist der einzige Gast. Was nimmt die sich raus? Anstatt ihre Königin zu begrüßen, schaut sie abwesend vor sich auf den Tisch. Plötzlich bricht sie zusammen. Sagt vom Stuhl. Hypatia spricht in das Wimmern folgende Worte: Du hast deine Königin zu grüßen, wenn sie den Raum betritt, Domchen. Erst nun lässt sie den Knopf der elektronischen Handfessel los. Erwil und Baden rappelt sich auf und tatsächlich, das Unmögliche geschieht, sie blickt in Hypatias Richtung und nickt einmal wortlos. Ein sicheres Zeichen, dass diese Art der Lehre bereits häufiger praktiziert wurde. So ist es besser, murmelt Hypatia zufrieden. Sie fährt fort, heute also ist ein großer Tag. Du triffst deinen zukünftigen Gemahl. Ha! Eine Hochzeit ist was Herrliches, zwei Völker, mehr noch zwei Systeme unter der Krone vereint. Noxios hatte da wirklich eine hervorragende Idee. Evie wirkt desinteressiert. Steht sie unter Medikamenten? Ist ihr stolzer Wille mittlerweile gebrochen? Gibt sie sich dem Schicksal hin? Fragen über Fragen, während eine graue Person den Raum betritt. Es ist Herold zu Westarp, Hypatias einziger Nachkomme und Hoffnungsträger an ihrer Gedanken. Zum ersten Mal sehen sie sich also Braut und Bräutigam. Hypatia hat in voller Absicht zuvor alle Bilder Herolds aus Evies Exil im Palast verbannt. Jetzt lehnt sie erstmalig in seine Richtung. Seltsam. Irgendwie ist es anders als erwartet. Er schaut geradewegs an ihr vorbei zu seiner Mutter. Guten Abend, Mutter. Liegt etwas Besonderes an? Fragt er erstaunt. Sein Blick schweift kurz zum seltsamen Gast. Wer ist das bloß? Hypatia klatscht vor Freude mit beiden Händen auf den Tisch und verkündet bestimmt, lieber Herold. Heute ist ein besonderer Festtag. Wir haben Zuwachs bekommen. Das nun folgende ist für Außenstehende sicher schwer verständlich. Es wird aber klarer, wenn man bedenkt, dass in einem uralten Adelsgeschlecht solche Deals an der Tagesordnung sind. Nun ja, zumindest waren sie das früher. Hypatia ist definitiv kein Untertan oder 0815. Für sie ist es das Normalste der Welt. Herold, heute stelle ich dir deine Braut vor. Ungläubig reißt der Angesprochene seine Augen auf. Evie hat, so scheint es, aufgegeben. Dabei ist sie hellwach. Passt genau auf. Die Königin erhebt sich. Sie ist etwas ungezogen, kommt von drüben, vom Indi. Sie ist vom Stamme der Urbevölkerung dort, der Parkinger. Sie streicht Evie für den Bruchteil einer Sekunde übers Haar. Damit ist sie Hinleis direkte Nachfolgerin, Harold ausgenommen. Königin hin oder her, die normale Evie würde wegen der herablassenden Worte ausflippen, doch die junge Parkingerin ist alles andere als gebrochen, sie ist schlauer geworden. Also lässt sie die Ansprache über sich ergehen. Falls sie dennoch Probleme machen sollte, einfach hier draufrücken. Hypatia hält die Fesselfernbedienung in die Luft. Harold, als alter Militär, erkennt sofort, um was es sich handelt. Fassungslos schüttelt er den Kopf. Hypatia übersieht es, Evie hat aufgepasst. Erstere übergibt ihrem Sohn das Gerät. Festlich sinniert die Regentin weiter: Wenn ihr euch erstmal verliebt habt, ist Frieden im Reich.
Harold hält sich eine Hand an die Stirn. Hypatia hat eine andere Reaktion erwartet. Sie verschärft den Ton, mein Sohn. Dir ist doch die politische Dimension dieses Arrangements bewusst. Harold schreckt auf, jawohl, Mutter, stammelt er pflichtgemäß. Was ein Schleimer denkt sich seine zukünftige. Das Essen gestaltet sich für die Beteiligten unterschiedlich, Evie bekommt kaum einen Bissen runter. Harold inhaliert fast. Er will anscheinend möglichst bald aus der Situation entlassen werden. Einzig Hypatia ist bester Laune. Amüsiert blickt sie zwischen den beiden jungen Leuten hin und her. Harold ist als erster fertig, vielen Dank, liebe Mutter, für dein ausgezeichnetes Dinner. Ich habe noch viel zu tun. Studiere gerade für mein Examen der Militärtechnik am Alanis. Ich empfinde Ihr Arrangement als interessant. Ich empfehle mich. Vergnügt wedelt seine Königin mit dem Arm, nimm sie mit. Sie steht zu deiner Verfügung. Drüben, in deinem Areal ist man auf sie vorbereitet. Harold hat keine Wahl. Er weiß, er wäre der Unterlegene jeglicher Diskussion. So antwortet er nur, sehr wohl, Mutter. Somit blickt er Evie an und murmelt, kommen Sie mit. Misstrauisch blickt er wie in Richtung des grauen Prinzen. Diesmal schlurft er, beide Hände in die Taschen vergraben, vorweg. So läuft nun das neueste Paar durch den herrlichen Palast. Das geschulte Personal blickt weg. Es geht eine ganze Weile so. Evie hat keine Ahnung, wo sie sich gerade befindet. Harold kennt den Weg auswendig. Irgendwann, als Hypatia weit genug entfernt scheint, wird es der stolzen Parkhängerin zu viel, du kannst vergessen, dass ich dich heiraten werde. Zischt sie nach vorn. Harold stoppt abrupt. Hat sie übertrieben? Zeigt er ihr nun, wer das Sagen hat? Ist er wie sie? Weit gefehlt, Harold fährt genervt herum, die Hände immer noch in den Taschen vergraben. Er sieht sie abwertend an, hau ab. Verschwinde. Raus hier. Mit diesen Worten schmeißt er ihr die Fernbedienung der Elektrofessel vor die Füße. Ich bleibe, denkt sich Evil und Baden, als sie dem grauesten Teenager eines gesamten Sonnensystems verwundert nachschleicht.